Oh, hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Don't Starve Reign of Giants mit mir, den Terminus. Falls ich für euch nun etwas weiser klinge als beim letzten Mal, dann weil ich möglicherweise 2 bis 3 Wochen nicht gespielt habe, war im Urlaub, aber bin jetzt wieder da und wollte gerade in den Kisten gucken. Ah, shit, so viel darf ich nicht mitnehmen, egal. Und wollte gerade in den Kisten gucken, ob ich denn schöne Items habe, die ich sehr gerne hätte. Die ich nicht habe, was mich ankotzt. Ja gut, was heißt, der Plan ist Schweinchen holen. Zum Beispiel dich, guck mal. Du bist doch ein Freund von deliziösem Fleisch. Hier haben wir Weber belebt. Stimmt, ich habe Weber. Ist schon länger her. Hey, guck mal. Nanam. Ihr wollt für mich Holz hacken, habe ich gehört. Und das. Ach du Scheiße. Da bleibe ich weg von. Hier könnten wir nämlich auch. So. Genau den Baum. Perfekt. Mal los, Angriff. Hallo. Ihr sollt choppy choppy. Habt ihr gerade das Erdbeben gespürt? Gesehen? Gespürt wahrscheinlich nicht, aber. Das war der Baum. Lass mich hoffen, dass das der Baum war. Wir hacken mal den Baum, weil ich will dieses Holz. Ist mir ein wichtiges Anliegen. Und die helfen jetzt eben Holz hacken, womit Triggers böse werden könnten. Was ich ja will. Auf jeden Fall. Warte, wie viel hat das gerade? Da! Perfekt! Und 2. Okay. Damit komme ich klar. Ich baue mir noch kurz ein Wäffelein. Hey, cool. Essen. Großartig. Dieser ist praktischerweise nicht mal wütend auf mich. Weil. Die sind wütend auf die Schweine. Blöderweise will ich aber, dass die wütend auf mich sind. Deswegen. So sieht's aus. Die sind gar nicht so schwer. Die sind unglaublich stark und haben unglaublich viel Leben. Aber auch 1, 2, 3 ausweichen. 1, 2, 3 ausweichen. Die machen halt meine Sanity runter wie Kot. Wie Hardcore, ihr seht hier den Sanity Drop. Der guckt mir zu. Oh Gott, meine Waffe. Habe ich ein Feuer precrafted. Das ist sehr gut. Du bist auch nicht sauer auf mich, wenn ich deinen Freund hier ein bisschen verprügel, oder? Sind noch alles Freunde. Und die geben eben 6 von dem Living Log. Das ist jetzt so normal, totally normal looking tree. Echt nur so wenig gibt, habe ich nicht erwartet. Ich habe da auch so 5, 6, aber ich kann 4-mal. Aber ich will nicht. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich gehe mal ganz kurz Mighty. Kann ich dir noch dicker klatschen, Junge. Und deinen Freund will ich auch noch töten, bevor es dunkel wird. So bin ich auch wesentlich schneller. Ich brauche die Walking Cane nicht. Ich kann sowieso nicht. Ich bin auch nicht pro genug, um die im Kampf immer hin und her zu switchen. Haha, wolltest du nochmal, ne? So, 6 Living Log und ein Monsterfleisch. Das Monsterfleisch ist mir jetzt relativ egal, zugegeben. Du aber nicht, mein Freund. So, einmal zuschlagen. Bam, bam, bam. Mighty machen wir doch gleich viel mehr Schaden. Ist doch angenehm. Und dann haben wir endlich den Shit, den ich will. Eigentlich müsste ich jetzt auch insane werden. Und Schattenmonster anlocken. Das mache ich dann aber in der Basis. Weil die können ja keine Basis vernichten. Und die kann ich überall spawnen. Was heißt, ich kann eigentlich ein paar Mal durchs Wurmloch jetzt nachher springen. Ein bisschen dämlich werden im Kopf. Pilze habe ich noch im Kühlschrank. Die wieder Sanity hoch machen, sobald ich es brauche. Und dann kann ich endlich Magie einsetzen. Das, was ich die ganze Zeit wollte. Also, Tipp, wenn ihr unbedingt Tree Guards wollt, holt euch Schweinchen. Dann brauche ich den Hut auch. Fällt mir so ein. Oh, guck mal. Wir sind da tot. Und auf der Karte sehe ich noch einen. Totally Normin Local. Kann meine Sprache noch nicht. Tut mir leid. Aber nein, das war nur der. Ich kann jetzt hier ein bisschen in den Blumen stehen. Die machen mich schön insane. Aber eigentlich, was will ich jetzt tun? Nach Hause. Weißt du, was ich eigentlich gerade machen kann? Das ging doch so, oder?
Monsterfleischer. Dann jeweils ein Honig. Ah, guck mal, da kommen sie schon. Aber wartet noch eine Sekunde. Ich bin gleich fertig. Predict, Honeyham. Das würde mich auch gut heilen, wenn ich mich zu oft erwischen lasse von den Kackviechern. Warte, ich muss mich gar nicht so mighty machen. Ich kann ja die Pilze fressen. Oh. Und nochmal dich. So. Alter, wie groß ich bin, wenn ich voll mighty bin. Guck mal her. Hallo. Ja, guck mal. Oh, Terror Beak. Das Blöde ist, bei jedem Schlag, die spawnen die. Bitte, die spawnen. Bullshit. Verschwinden die. Und manchmal haben die die Chance, dann zu despawnen, was mir überhaupt nicht gefällt. Perfekt. Davon brauche ich jetzt nämlich auch ganz viel. Ich habe Schaden genommen. Aber das ganze Honeyham wird mich... Oh, das wird mir gut tun. Mir wird es nicht schlecht gehen. Ess mir nochmal so einen Pilz. Weiter geht's. Die ins Gesicht schlagen. Und allein sind die auch super easy. Ich meine, ich kann die schlagen, die verschwinden. Ja, okay. Du musst die einmal angreifen lassen. Dann schlagen und die verschwinden. Wenn du Wolfgang bist, brauchst du, wie ihr seht, nicht viele Schläge, um so ein Viech zu töten. Aber ist schon das nächste. Und ihr seht, wenn man so ein Schattenmonster tötet, kriegt man wieder Sanity zurück. Alter, ich mache über 50 Schaden. Und ich bin nicht mal voll mighty im Moment. Und ich habe die schlechteste Kampfwaffe. Also klar, Axt ist noch schwächer und Bullshit und bla. Aber was ich vorhab, bin ich noch insane genug? Ja, komm, dann geht noch einer. Dann geht noch einer. Freund. Was ich mit diesem ganzen Zeug vorhab, was ich hier gerade sammel, dem Holz und den Nightmare Fuels, ist eine bessere Waffe tatsächlich. Alles nur dafür. Ich brauch's nicht, aber ich will's. Also, go. Und tot. Ich will das sehen genug, dass die Schwabel weg sind. Mach alle, hau rein den Müll. Hau rein. So. Dann will ich dich noch gern essen, aber wir sind gerade mighty und das wäre Verschwendung, also. Was ich aber machen werde, ist das hier equippen. Und wer kann... Ah, die haben mich nicht mal erwischt. Boah, seid ihr scheiße. Ich habe keine Chance gegen den Mighty Fast Wolfgang. Man, ich habe das Wormhole nicht ausgetestet. Das da war, aber das soll egal sein. Ein Vogel ist das schon wieder, aber das Ei nicht. Und das Ei ist eigentlich das, was ich will. Also lasse ich den Vogel in Ruhe. So, und jetzt gucken wir, was ich alles habe. Für Magic. Ich brauche 4 Hasen. Ach, leck mich doch am Arsch. Theoretisch, was mir gerade so einfällt. Ich brauche die hier nicht in der Nähe. Eigentlich ist das... Niemals machen. Niemals Hasenlöcher ausgraben. Weil die sind dann weg und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das wollt ihr eigentlich nicht, aber... Eigentlich will ich diese Serie enden lassen im Sommer. Von dem her ist es mir egal, wenn ich die Hasen nicht mehr habe. Dann werde ich mich umbringen und die Erfahrung einheimsen. Nummer 1. Kann ich eigentlich einfach die Traps setzen? Das ausgraben und der ist schon drin? Awesome! Ja, dann so. Kommt schon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Da ist einer. Set Trap. Also im Grunde, ihr wollt nicht Hasenlöcher ausgraben. Die sind weg und dann habt ihr halt nie wieder Hasen. Ist doof. Oh, verlockend. Aber jetzt nicht. Bin am Arbeiten. So, ja. Du Kleiner. Machen wir das eben auf die altmodische Art. Hab dich. Dich setze ich jetzt noch hier. Irgendwann sollten die ihre Hasenlöcher wieder ausgraben. Und dann habe ich einen Hasen. Cool. So, ich habe 4 Haar. Es wird Nacht. Ich brauche meinen Chester. Der hat nämlich mein gesamtes Holz. Und es wäre ihm erlaubt, zu mir zu kommen. Chester, Anmarsch. Und ich brauche meinen Hut. Oh, mein Football-Helmet ist fast im Arsch. Okay. Soll mir recht sein. So, dann haben wir jetzt den Presti Head Detacher. Awesome. Warte! Haha, da hätte ich mir fast ein Eigentor geschossen. Ich will ja nicht, dass das abbrennt, also baue ich das
Bauen wir das mal hier. Jester! Bauen wir das mal hier oben. Will ich vielleicht noch mehr von den Drying Racks hin machen irgendwann, wenn ich gerade Bock zu habe. Jetzt können wir das hier bauen mit. Ich brauche ein Purple Gem. Ich brauche ein Purple Gem. Und die. Ich habe einen Blue Gem, aber ich habe keinen Red Gem. Wo kriege ich jetzt einen Red Gem her? Vielleicht aus meiner Kiste. Perfekt. Habe ich nicht gedacht, dass ich welche habe. Sonst hätten wir echt irgendwelche Friedhöfe ausbuddeln müssen. So, wir machen jetzt den Purple Gem. Dann machen wir einen Shadow Manipulator. Mit 7 Nightmare Fuel. Und Living Log. Wir brauchen echt mehr Nightmare Fuel. Aber jetzt habe ich die Pilze nicht mehr. Auch rein, den packen wir daneben. Beziehungsweise hier oben hin. Der sieht toll aus. Wenn du weggehst, schwebt das und dann kommen die Schatten. Beziehungsweise die Schatten sind weg. Dann machen wir die so rum. Und jetzt. Aua. Old Bell könnte man bauen. Night Light, Night Armor. Wir wollen aber einen Dark Sword. Und brauchen dafür nochmal 5. Oh, perfekt. Haben wir gerade so. Oh, lieblich. Dieses Ding ist, glaube ich, doppelt so stark wie unser Speer. Und sieht unglaublich awesome aus. Aber drained Sanity, wenn man es trägt. Da muss man aufpassen. So, Chester, komm mal her. Ich gebe dir wieder das Holz. Und ich glaube, ich würde einfach aus Spaß mehr Schattenstuff farmen. Also das Schwert jetzt eine ganze Weile halten, insane werden. Und sagen, ja, jetzt ist geil. Auch Spaß. Aber das in der nächsten Folge. Ich finde, in der Folge habe ich endlich mal geschafft, was ich wollte. Das ist super. Und die Bärenbüsche gehen, glaube ich, gerade im Arsch. Jo. Ist okay. Wie viel Rot habe ich hier? Genug. Guck mal. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin euer Meister. Das klingt super dämlich. Egal, falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten. Endlich haben wir mal was geschafft. In der nächsten Folge hier würde ich dann gerne das Dark Sword in Aktion sehen. Ich weiß sogar, wo wir einen Boss finden können, den ich gerne besiegen würde. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir werden sehen. Egal. Terminus raus. Zurück aus dem Urlaub. Und Schutz.